unsere Reise kommt ganz, ganz, ganz langsam in Richtung Zielgerade. Und ich freue mich drauf. Muss ich sagen, ich freue mich regelrecht drauf. Denn heute weihen wir ein sehr, sehr wichtiges Gebäude ein, das wir enorm nötig haben auf unserem Weg zu den Turbomotoren. Aber als allererstes, warum genießen wir gerade diesen Blick? A, weil es schön ist und B, weil sich was Wichtiges geändert hat. Oh, da kommt sogar was. Im Augenwinkel hat man die Änderung schon gesehen. Machen wir den Spoiler wieder weg. Ich kann den immer wieder zuschauen. Jetzt sieht ihr es. Schaut mal an. Ich habe unsere Basis umgefärbt. Dieses leicht aggressive Orange ist jetzt komplett weg. Stattdessen haben wir jetzt ein kleines Tarngrün. Nee, Tarngrün ist es nicht mal, aber ich finde, wenn wir schon überall die Natur verschandeln, dann können wir jetzt ihr zumindest im Ansatz ein wenig honorieren, indem wir sie bei unserer Ausstattung berücksichtigen. Und so ist jetzt alles grün. Also, mir gefällt das Grün. Mir gefällt das Grün. Ich bin aber gespannt auf euer Feedback. Vielleicht wollt ihr eine andere Farbe. Ich fand aber... Es hat einen passenden... Also, wirklich einen passenden Farbton. Ich hoffe, es findet eure Zustimmung. Es wirkt natürlich in der Umgebung. Irgendwie wirkt es natürlicher. Und nebenbei, apropos Natürlichkeit, hier fehlt was, fällt mir gerade auf. Okay, okay, okay. Die Musik darf mitmischen. Also jetzt mit diesem Grün integriert sich die Fabrik viel, viel mehr in die Landschaft. Es wirkt weniger wie ein Fremdkörper. Sondern als wäre es schon immer hier gewesen. Na gut, okay. Wenn wir jetzt mal berücksichtigen, wie lange wir an dieser Basis schon bauen, dann ist sie auch gefühlt schon immer hier gewesen. So, jetzt wollen wir hier mal wieder vorbeischauen. Was haben wir denn? Eisenbahn, Turbodraht und Beton. Keins davon gefällt mir. Und warum zum Geier sollte ich aus Kalkstein und Kieselsäure Beton herstellen wollen? Und warum, was spare ich denn hier? Katerium und Kupfer. Also keines dieser drei Rezepte ist irgendwie im Ansatz auch nur sinnvoll. Weil hier brauche ich trotzdem Eisen, hier brauche ich trotzdem Turbo. Für den Turbo brauche ich trotzdem Katerium und hier brauche ich trotzdem Kalkstein. Ich profitiere nirgends. Naja, irgendwas müssen wir nehmen. Nehmen wir das hier. Da war das Glück des Zufalls nicht mit mir. Nehmen wir in dem Fall das nächste. Und das können wir auch endlich, endlich, endlich bald angehen. Das wäre der Teil. Ich glaube, hier habe ich auch noch was vergessen. Hier wollte ich doch seit Ewigkeiten was erledigen. Okay, das... behalten wir jetzt im Hinterkopf. So, kommen wir zur Gebäudeeinweihung. Zu unserem ersten und seit Ewigkeiten lang anstehenden Projekt. Der Basis neue Computer zuzuführen. Ich hoffe, die Farbe ist nicht zu ungewohnt. Also ich habe mich extrem schnell daran gewöhnt, muss ich gestehen. Das wirkt so natürlich auf mich, dass meine Augen das schon längstens akzeptiert haben. Es ist nicht ganz dasselbe Grün wie die Landschaft, aber sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, es fast... Ja, das Baumgrün ist ein bisschen dunkler. Aber ich finde den Farbton perfekt.
Nebenbei, falls ihr euch fragt, ja Moment mal, hat er jetzt wirklich jede Wand hier eingefärbt? Natürlich nicht, so verrückt bin ich dann auch wieder nicht. Hier. Ändern. So einfach kann man es ändern. Also falls ihr es dunkler haben wollt, also falls ihr es heller haben wollt. Es geht sehr einfach. Es ist der allererste Farbton. Wir waren ungefähr hier, oder? Und schon habt ihr das Ganze geändert. Also ich mag ihn. Es ist ein bisschen zu dunkel. Er war davor nicht ganz so dunkel, habe ich das Gefühl. So. Ich bin so froh, dieses Gebäude jetzt endlich einweihen zu können. Dann habe ich zumindest einen Kopf weniger. Und weil das Gebäude ein wenig kompliziert ist, seht ihr mir hoffentlich nach, dass ich jetzt das nach bis nach eröffne, damit wir überhaupt noch verstehen, wo was jetzt stattfinden wird. Also, als erstes brauchen wir Rohquarz. Rohquarz und wir brauchen Kupfer. Damit werden wir jetzt Draht auslösen. Damit werden wir Draht auslösen und Quarzkristalle. Die werden in der weiteren Verarbeitung benötigt. Gehen wir mal die beiden Sachen in dem Fall beliefern. Ich werde jetzt das immer Schritt für Schritt machen, damit wir es nachvollziehen können. Und hier spinnt der Zug wieder. Hier spinnt er wieder. Ich habe ihn gestern abgebaut. Also der hat irgendwie Panikzustände. Oder will sich in den Schlaf wiegen. Oder ich weiß nicht. Irgendwas hat er jedenfalls. Dem Zug geht's nicht gut. Der schaukelt sich vor und zurück die ganze Zeit. Acht euch mal. Ich weiß nicht, ob er irgendwie... Also der muss nicht durchs Gift fahren. Das ist einer der Züge, die nicht durchs Gift fahren muss. Ich weiß nicht, woher psychisch angeschlagen ist. Okay, vielleicht liegt es daran, dass er ständig die gleiche Strecke fahren muss und die Strecke nicht interessant ist, aber dem geht's irgendwie nicht gut. Der wiegt sich hin und her. Ich kann es mir nicht erklären. Nebenbei, man kann es auch nicht ändern. Also ich bekomme es auch nicht mehr im Griff. Ich fahre jetzt rückwärts. Ich mache eine Vollbremse. Nebenbei, die Steuerung stimmt auch nicht. Während ich rückwärts fahre, dann bremst er. Wenn ich vorwärts fahre, dann funktioniert's. Aber er müsste eigentlich weiter rückwärts fahren. Ich gebe jetzt Vollgas. Schaut mal, wie lange die Beschleunigung ist. Motti, was meinst du dazu? Und schaut euch das an. Der Tanz mit den Lieferwagen. Mit den Güterwagen. Da will nichts. Vorwärts. Die Güterwagen verhalten sich parallel, logischerweise. Also es geht momentan irgend aus einem Grund nicht gut. Ich weiß nicht, was er hat. Das Spiel hat offensichtlich in dem Bereich einen kleinen Bug und will nicht mehr. Naja, lassen wir es mal so stehen. Hier haben wir Turbodraht, das haben wir das letzte Mal behandelt. Hier ist Kupfer, wir wollen ja Kupfer anschließen, haben wir jetzt gerade gesagt. In dem Fall wäre das mal der erste Betriebsstoff, den wir jetzt unserer neuen Fabrik zuführen. Kupfermarsch. Und dann brauchen wir noch den Teil. Damit würden jetzt auch Rohquarz zugeführt werden. Also hier kommt jetzt Kupfer. Hier kommt Rohquarz. Das Ganze fließt hier nach innen. Von hier aus fließt dann auf die obere Leitung hier. Würde, wenn ich nicht irgendwo einen Fehler eingebaut habe, schließlich hier transportiert werden. Der Teil funktioniert.
Der andere Teil ist noch unterwegs. Hier drinnen fließt dann das Ganze ein Stockwerk nach oben. Also ins Erdgeschoss. Kommt das Kupfer oder muss ich ihm nachhelfen? Das ist ein bisschen sehr langsam unterwegs. Okay, es ist zumindest unterwegs. Das heißt, wir können jetzt mal kurz vorbeischauen. Okay, falsches Stockwerk. Das ist weiter oben. Hier ist mein Zugang. Das ist der einfachste Zugang zum Gebäude. Rohquarz kommt also an. Zumindest die sind noch unterwegs. Und schlussendlich kommen auch die Kupfererze an. Nebenbei, falls ihr euch fragt, warum es nur an einer Leitung ist, hier werden 15 Kupferbarren pro Minute verarbeitet. Das heißt, das sind 30. Das sind 60. Okay, es ist trotzdem ein Fehler. Ich merke es jetzt gerade. Ich habe trotzdem einen Berechnungsfehler. Ich wurde gerade stolz verkündet, dass ich es richtig gerechnet habe, aber ich habe es gar nicht richtig gerechnet. Das sind 6 Leitungen. Das wären ja 90. Okay, ich muss mal kurz einen kleinen Fehler verbessern. Ich war gerade... ich wollte gerade voller Stolz verkünden, dass ich alles richtig gemacht habe. Habe ich gar nicht. Im Gegenteil. Und noch viel schlimmer kommt, sehe ich gerade. Ausgerechnet davon habe ich zu wenig dabei. Schlecht gelöst. Das ist natürlich wirklich nicht gut gelöst. Das ist jetzt... Jetzt speichert er wieder in der Luft. Das ist natürlich nicht wirklich der Idealwert, den ich hier... Das ist nicht die gewohnte Qualität, die ich euch normalerweise biege. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe so lange an diesem Werk gearbeitet. Ich will es jetzt wirklich einfach mal in Betrieb sehen. Um zu schauen, ob wirklich alles richtig geklappt hat. Deshalb war die Ungeduld ein wenig mit mir. Okay, der Förderlift, der scheint aber zu stimmen. Okay, vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Eventuell könnte doch alles seine Richtigkeit haben. Moment mal. Falsche Stelle hier. Ich muss mich noch daran gewöhnen. Noch kenne ich dieses Gebäude nicht in- und auswendig. Es ist tatsächlich schon ein Zweierförderlift. An dem lag es also nicht. Ja, dann stimmt jetzt aber die Verteilung. Da kommen jetzt hier auch 15 an. Sehr schön. So einfach haben wir das Problem wieder gelöst. Also, das Stockwerk ist abgeschlossen. Das können wir noch einmal betrachten. Hier hinten fließen jetzt die Waren. Was ich jetzt eigentlich noch kurz anschauen wollte. Das stimmt auch nicht. Okay, das muss ich auch noch ausbauen. Mache ich aber jetzt ein anderes Mal. Oder Moment mal. 1, 2, 3, 4. 60, 120. Das wäre auch ein Förderband der Stufe 2. Nee. Es nervt mich. Und ausnahmsweise haben wir mal genügend Zeit. Die Episode wird nicht allzu lange, deshalb seht es mir nach, dass ich jetzt mal kurz direkt an die Verbesserung gehe. Ich hätte nicht erwartet, dass ich irgendwo einen Fehler eingebaut habe. Deshalb, ich wollte wirklich, ich war voller Ungeduld auf diese Episode. Ich wollte es wirklich nur möglichst schnell hinter mich bringen. Dass ich hier endlich dieses Gebäude in Betrieb nehmen darf. Und habe ich viel zu wenig auf die Details geachtet. Also, ich gestehe hier
Fehler ein. Es ist... Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen. Es, dieses Gebäude in Betrieb zu nehmen, hat mir jetzt... verschafft mir eine ungemeine Befriedigung. Was machst du eigentlich hier genau? Deshalb war alles jetzt ein bisschen spontan. Und ich hätte es vielleicht doch mal testen sollen. Den restlichen... Die restlichen haben wir genug. Okay. Das heißt, es muss ich jetzt nur einen Betriebsstoff holen. Bisher haben wir nur dieses Erdgeschoss. Also Erdgeschoss ist es ja nicht mit der Erde, ist es ja nicht verbunden. Aber dieses... Okay, was ist ein alternativer Ort für Erdgeschoss? Grundgeschoss? Wir nennen es Parterre. Aber Parterre heißt ja eigentlich nichts anderes als auf Französisch. Auf der Erde. Also erdgeschossig. Verwirrend. Und man merkt, dass mein Wortschatz heute auch wieder mal begrenzt ist. Es ist nicht so einfach mit dem Wortschatz manchmal. Wenn das Gehirn noch mit anderen Dingen ausgelastet ist, dann will es manchmal nicht richtig greifen. Deshalb bleiben wir einfach beim Erdgeschoss und akzeptieren wir den Umstand, dass mir jetzt gerade kein alternatives Wort einfällt. Sobald ich nach 2 Minuten drüber nachdenke, richtig, wird mir es vermutlich richtig bewusst, was es werden könnte. Moment mal, warum habe ich jetzt das... Ich will doch gar nicht die Leitung, ich will die Leitung. So. Dann wären hier noch... Also die Förderlifte stimmen. Was nicht stimmt, ist dann der obere Teil der Arbeit. Ihr bekommt jetzt also teilweise mit, was das für Umstände macht, hier immer zu bauen. Ich präsentiere euch ja mehrheitlich nur noch fertige Gebäude. Hat auch seine Gründe. Hat auch seine Gründe. Aber trotzdem muss alles seine Richtigkeit haben. So, das sind also, das sind 30 abfließend von 120. 120 macht 90. Dann brauchst du auch noch einen Zweier. Und der Rest braucht einer. Okay, dann können wir das so belassen. Wir stellen also bisher fest, dass wir hier jetzt Quarzkristalle herstellen und Kupferdraht. Wollen wir also den nächsten Stock besuchen? Das Stockwerk hier ist jetzt offiziell eingeweiht. Im nächsten Stockwerk würde zum Tragen kommen, hier brauchen wir Platin und Turbodraht. Platin und Turbodraht. Okay, das ist kein Problem. Das behalten wir einfach mal im Hinterkopf. Weil hier würden die Platinen herkommen. Also ich muss jetzt Kunststoff einweihen. In dem Sinne wäre jetzt die Einweihung Kunststoff und Turbodraht. Kunststoff und Turbodraht. Kunststoff wäre im Nebengebäude. Das wäre hier drüben. Hier müsste eigentlich irgendwo Kunststoff stehen. Kunststoff. Sehr schön. Also das wäre Kunststoff. Können wir jetzt anschließen? Das ist, glaube ich, sogar ein Zweierförderband. Ja, genau. Man sieht es jetzt daran, wenn ich das Einerförderband nehme, dann wird es blau angezeigt. Wenn ich das Zweierförderband nehme, kann ich das Förderband selber, das schon besteht, nicht mehr auswählen. Dementsprechend ist es ein Zweierförderband. Können wir also das auch anschließen? Also das wäre der Kunststoff, der jetzt zukünftig hier durchfließen würde. Hier geht er dann entlang, geht auf die andere Linie, kommt dann hier über die, meine alten Gehwege
Das war ja ursprünglich mal die Leitung für die Stromversorgung. Kommt dann hier rüber, fließt dann ins Gebäude rein, wird hier nach oben fließen. Oben schauen wir es dann im Detail an. Wir brauchen jetzt aber noch Turbodraht. Turbodraht ist offensichtlich auch eine Zweierlinie. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wobei, wir brauchen ja nur eine Maschine. Okay, das kann natürlich stimmen. Turbodraht wird ja hier eingelagert. Also Turbodraht war jetzt auch unterwegs. Bedeutet, das können wir jetzt auch wieder anschauen. Das wird jetzt schlussendlich hier ins obere Stockwerk verbracht. Also hier kann ich jetzt eigentlich schließen. Das haben wir jetzt gesehen. Das wird jetzt auf die obere Leitung verfrachtet. Okay, das stimmt was nicht. Das ist offensichtlich der falsche Lift. Falsche Liftgeschwindigkeit. Machen wir also ein Zweier draus. Damit das weiterhin flüssig läuft. Sehr schön. Kupfer bin ich offensichtlich die eine Maschine jetzt voll. Zumindest verlangsamt. Turbodraht funktioniert noch, das heißt, oben ist er jetzt angekommen. Der Kunststoff ist auch noch unterwegs. Perfekt. Heißt, wir würden jetzt hier nach innen und gleich ein Stockwerk mehr nehmen. Machen wir hier kurz eine Pause. Also, hier würden jetzt Platinen hergestellt werden. Können wir mal kurz aufräumen noch. Entschuldigung. Er speichert wieder. Also hier würden Platinen hergestellt werden. Die werden auf der Rückseite zusammengefasst. Das Ganze fließt wie immer hier ins Lager. Vom Lager fließt schließlich in die Maschine hier. Und Turbodraht ist noch nicht angekommen. Okay, was habe ich für einen Fehler? Wo ist der Fehler begraben? Irgendwas ist ein Fehler drin. Irgendwo habe ich einen Ablauffehler. Ich muss es kurz anschauen. Okay, hier hat offensichtlich der Anschluss nicht geklappt. Okay, okay, okay. Warum auch immer. Obwohl er richtig angeschlossen wäre, hat das noch nicht gewollt. Das gibt's manchmal. Also Turbodraht wäre jetzt unterwegs. Hier ist noch eine falsche Leitung vorhanden. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so viele Fehler mache. Wenn es so weitergeht, muss ich gleich den gleichen Weg nochmal in Angriff nehmen, leider. Nein, 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 das war der falsche Lift. Das ist der richtige Lift. Also, zumindest mal bis hierhin funktioniert es noch. Man sieht auch die Wege, die ja in Angriff genommen werden müssen.
Warum überhaupt habe ich nebenbei... Ah ja, weil er 90 pro Minute braucht. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, warum überhaupt habe ich dem eine Zweierlinie gegeben? Hat alles seine Gründe. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Also hier werden jetzt 90 Turbodrähte pro Minute verbraucht. Und hier würden 10 Platinen... 10 Platinen, das müsste eigentlich mit dem hier funktionieren. 10 Platinen, jawohl. Also, Platinen müssten mehr als genug hergestellt werden. Die fließen allerdings auf 2 Stockwerke. Das wird sich also irgendwann angleichen. Ich bin jetzt allerdings ein wenig verunsichert, warum Kunststoff so wenig ankommt. Lass mich raten, da habe ich auch eine falsche Leitung. Habe ich. Es hört nicht mehr auf. Ich war wirklich einfach zu schnell. Das braucht auch eine Zweierleitung. Moment mal, das war doch eine Zweierleitung. Das war doch eine Zweierleitung. Lass mich raten. Dieses kleine Stück hier ist es nicht, oder? Nee, das ist auch eine Zweierleitung. Dann stimmt's hier nicht. Bist du keine... Du bist auch eine Zweierleitung. Sehe ich doch jetzt auch. Okay, woran scheitert's denn? Dann scheitert es einfach daran, dass noch nicht die Maschinen voll sind. Würde ich jetzt behaupten. Naja, es wird sich bald regulieren. Hier staut sich's ja schon. Das heißt, das Nachfüllsystem wird es jetzt logischerweise so halten, dass es nächstes sich diese Maschine dann staut. Dann wird sich diese Maschine stauen und so weiter. Also gut, können wir jetzt in dem Fall aufhören. Okay, ich sehe ein kleineres Problem auf mich zukommen. Also oben wird sich's auch bald stauen. Aber mein Problem ist, dass ich hier noch gar nicht angeschlossen habe. Okay. Jetzt kann die KI ihren Weg finden. Also das Stockwerk wäre jetzt auch fertig. Nochmal als Erinnerung, hier würden jetzt Platinen hergestellt werden. Und KI-Begrenzer. Ein Teil der Platinen wird direkt im KI-Begrenzer wieder verbraucht. Ich überlege mir auch gerade, wir reißen das jetzt mal kurz ein. Ich muss einfach unbedingt dran denken, damit hier das ein bisschen schneller nachgefüllt wird. Also das Stockwerk wäre jetzt auch bereit. Schön sieht's aus. Wir achten uns jetzt mal. Das Quarz vom unteren Stockwerk fließt hier auch durch. Die andere Zuleitung wäre jetzt hier der KI-Begrenzer. Und die dritte Zuleitung wäre ganz hier hinten. Aber da kommt ja nichts. Moment mal, wieso kommt da nichts? Das müsste ja von unten kommen. Habe ich eine Leitung vergessen? Habe ich wieder einen Anschluss vergessen? Okay, da ist ein kleiner Betriebsfehler wieder mal drin. Wo kommst du her und warum hast du nichts zum Liefern? Ah, ich weiß warum. Ja, okay. Eine Leitung ist also noch frei. Ich greife schon wieder vor. Ich sag ja, ich bin völlig aufgeregt, wie dieses Gebäude hier, dass es endlich mal in Betrieb geht. Das war ziemlich kompliziert zu bauen. Also gehen wir ins nächste Stockwerk. Das Stockwerk hier funktioniert also. Im nächsten Stockwerk kommen wir jetzt nämlich zu einem komplett neuen Betriebsstoff. Okay. Moment mal. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr vorgegriffen. Ich merke gerade, ich glaube, diesen Anschluss habe ich noch gar nicht gebaut. Also teilweise gebaut, aber ich habe den falschen Betriebsstoff. Wir brauchen Gummi. Weil der Quarzoszillatoren. Das wären die ersten Maschinen, die Quarzoszillatoren herstellen. Das haben wir bisher noch nirgends. Und ich brauche Gummi. Und hier habe ich, glaube ich, Metall angeschlossen.
Du bist doch der Metallanschluss. Habe ich nicht einen kleinen Überlebensfehler tatsächlich drin? Ich habe immer wieder im Hinterkopf gehabt, ich muss doch Gummi haben. Aber ich habe das Gefühl, hier gibt es einen ganz, ganz kleinen Fehler. Weil das die eigentlich jetzt noch freie Leitung ist und die führt eigentlich hierher und da steht aber Eisen drin. Shit! Stimmt! Da ist immer noch ein kleiner Fehler vorhanden. Ach du Kacke! Ach du grüne Neune! Ach du Schande! Was habe ich mir denn da überlegt? Moment mal, Gummi, Gummi, Gummi. Ich weiß, warum ich das nicht hatte. Jetzt weiß ich auch, warum ich das Gummiwerk hier hinten ja natürlich vergrößert habe. Ihr mögt euch vielleicht ans Gummiwerk erinnern. Da hat die linke und die rechte Gehirnhälfte nicht miteinander kommuniziert. Bisher hat eigentlich mehrheitlich noch alles seine Berechtigung. Die beiden Gehirnhälften wollten nicht miteinander kommunizieren. Darum habe ich nämlich hier hinten so viel Gummi jetzt. Das hat schon seine Richtigkeit. Und jetzt weiß ich auch immer wieder... Ah, mein Hinterkopf hat es immer gehabt. Ich wollte doch hier noch eine Abzweigung einbauen. Jetzt weiß ich auch wieder, warum. Okay, okay, okay. Die Frage ist jetzt, wie lösen wir das eigentlich möglichst schnell? Das könnte jetzt ein größeres Problem werden. Denn je nachdem sind jetzt die Wege schon verbaut, die ich eigentlich jetzt in Angriff nehmen würde. Also hier kann zum Beispiel nicht mehr anbauen. Und hier wird es auch schwer. Okay, ich glaube, ich habe eine ganz einfache Lösung. Und wir müssen das jetzt auch möglichst einfach lösen. Möglichst schnell und einfach. Die Frage ist dann allerdings... Okay, ich mach's rudimentär. Ich mach's jetzt wirklich nur rudimentär, damit wir dieses Gebäude endlich einweihen können. Wir müssen jetzt... Manchmal... Also wir Schweizer sind großartig improvisieren. Wenn es darum geht, einfache Lösungen zu schaffen für komplizierte Probleme, dann ruft uns. Einfach so als Tipp. Denn das werden wir jetzt... Jetzt wird das Typische passieren, was ich immer machen muss. Nehmen wir an, es sind 30 Gummi... Wir machen sogar noch anders. Wir nehmen gleich das Dreier, weil es jetzt wirklich schnell gehen muss. Der Betrieb muss ja laufen. Dementsprechend greifen wir jetzt einfach sofort ein. Euch ist sicher schon durch den Kopf gegangen, was ich jetzt hier mache. Selbstverständlich mache ich das. Und zwar... ist das wirklich die einfachste und schnellste Lösung. Aha. Muss nur überlegen, wie wir das im Detail machen. Das müsste doch eigentlich sogar reichen, je nachdem. Oh, das wird schlicht. Ja doch, nee, das reicht, das reicht, das reicht. Das reicht sogar gut. So schlecht wird das gar nicht. Okay, den Teil haben wir. Manchmal muss man unerwartet seine Pläne ändern. Dazu muss man immer bereit sein. Wenn man solche Fabrikanlagen bewirtschaften muss, wie jetzt ich hier, dann sind unkonventionelle Lösungen manchmal der Weg zum Ziel.
Das ist jetzt alles ein wenig unerwartet. Aber wir haben jetzt mit der Einweihung begonnen. Da kann ich ja nicht einfach die Gäste ausladen, also euch wieder. Da muss man manchmal auch in den sauren Apfel beißen. Und halt einfach Dinge unbedingt heranbringen, die man so nicht mitberechnet hat. Okay, Gummi ist unterwegs. Sehr schön. Nee, 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 Moment, Moment, Moment. Das ist ein bisschen zu schnell. Zum Glück habe ich es teilweise schon vorbereitet. Wenn ich es nicht teilweise jetzt schon vorbereitet hätte, dann müsste ich jetzt zum Gummiwerk nach unten. Zuerst den Güterzug dann noch ändern, die Gummileitung anbauen. Es würde also extrem kompliziert werden. Aber das Szenario wollen wir jetzt nicht durchspielen. Dieses Horror-Szenario. Denn wir haben ja eine Lösung gefunden. Ist doch die richtige Höhe, oder? Ja. So. Mindestens der Teil läuft mal. Gummi ist unterwegs, alles klar. Ich hoffe, ich habe die richtige Höhe getroffen. Es scheint nicht so der Fall zu sein. Irgendwo muss es ja einen beschlossenen Haken haben. Na gut, dann reißen wir es wieder ein. Kein Problem. Wir haben ja unten... Nee, wir haben unten keine Orientierung. Ach du Kacke. Okay. Machen wir es kurz was anders. Bevor wir da zu sehr ins Detail stürzen. Dich nehmen wir jetzt... Nee, dich können wir ausnahmsweise noch stehen lassen. Ich glaube, ich habe noch irgendwo Eisen. Ich habe das Gefühl, ich brauche tatsächlich Eisen irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr wo. Wir müssen es jetzt aber schaffen, die Zuleitung zu bekommen und gleichzeitig an der Maschine vorbeizukommen, ohne dass ich jetzt irgendwie... Das bedeutet... Ach, das bedeutet mal theoretisch... Okay, das heißt, ich muss die Leitung leider... Nee, Moment mal, das geht ja auch nicht. Okay, Moment, Moment, Moment. Kein Stress, kein Stress. Macht ihr jetzt nicht alles kaputt. Okay, ich glaube, ich habe eine neue Lösung. Ja. Das wird eine Episode mit Überlänge. Aber... Ich kann hier nicht davon die ganze Zeit reden, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Und schweiße so gut sind im Improvisieren und dann mittendrin aufhören. Das geht ja auch nicht. Da mache ich ja den Rufen und Schweizern kaputt. Da müsste doch eigentlich... Warum kann ich hier genau dazwischen? Wollte ich gerade sagen, da muss es doch eigentlich gehen. Bin ich doch richtig? Bin ich. So. Ich hoffe, ich baue jetzt wirklich nirgends Unsinn. Die Leitung stimmt auch. Wir machen das kurz ausnahmsweise so. Okay, das passt mir jetzt nicht ganz. Aber ich glaube, hier unten bin ich... Ah, ich bin verrutscht unten. Entschuldigung. Hier bin ich eine Position verrutscht. Deshalb geht das nicht. Schauen wir mal an, ob es wirklich nicht geht wegen dem oder ob mir das System das einfach allgemein nicht erlauben will. Okay, ich bin wegen der Position verrutscht. Alles klar. Also das System wird es mir erlauben. Der Fehler liegt bei mir. Wie immer eigentlich. In dem Fall machen wir das noch mal kurz. So, jetzt aber. Jetzt müsste es richtig funktionieren. Dann hätten wir also das, was wir erreichen müssten. Das wiederum heißt, wir können es ohne Probleme hier ansetzen.
bedeutet von der Höhe her, wir müssten also... Ja gut, ich muss gar nicht überlegen, wir müssen hier eh raus. Also sprich, wir nehmen es in dem Fall hier. Das ist doch eine Frage wegen der Höhe. Machen wir es gleich auf der richtigen Höhe? Nee, wir lassen es hier. Das sieht besser aus. Also. Ich hoffe mal, das stimmt, oder? Du schließt dich, genau, du schließt dich perfekt an. Dann wären es hier... Ich bin... Ist immer so eine Perspektive-Frage hier. Okay, das wäre in dem Fall die Höhe. Alles klar. Das verbinden wir aber erst nachher, wenn alles wirklich funktioniert. Das heißt, du kannst wieder weg. Und bei euch wäre es jetzt so... Jetzt bin ich unsicher. Ich glaube nicht, dass es direkt funktioniert. Aber wir können es mal versuchen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das richtige Ort. Nee. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Nee. Schade. Okay, müssen wir einen Zwischenschritt machen. Und ich merke gerade, apropos Zwischenschritt, hier ist das Förderband verkehrt. Gott, es wird doch ein bisschen länger als erwartet. Ich dachte, ich sei ein bisschen schneller. Stattdessen mache ich es mir jetzt unnötig kompliziert. Aber das ist der Monk in mir. Also ich will es jetzt logischerweise dann aber trotzdem, obwohl es provisorisch nur ist, will ich es wieder richtig haben. Das ist unglaublich. Warum kann man als Mensch nur so kompliziert sein und sich selber im Weg stehen? Also, dann wärst du hier. Dann würden wir das aber... Nee, Moment mal, du kannst sogar zwei Leitungen nach oben. So. Oder? Das reicht doch, zwei Leitungen. Das reicht sogar eventuell drei. Nee, das reicht keine drei. Da muss ich gar nicht weiterrechnen. Na, funktionierst du? Danke. Dann wären es hier aber drei. Moment mal. Nee, das ist falsch. Hier wären es drei. Ich hoffe mal, das funktioniert. Das ist alles... Nein, das funktioniert nicht. Das sehe ich jetzt schon. Das kann nicht funktionieren. Okay, wir machen es anders. Lassen wir das so. Nehmen wir hier die untere Leitung. Und erhöhen das auf den letzten Metern hier. Ich glaube, das kommt besser. Sieht, glaube ich, auch besser aus. Ich glaube, das sieht so... glaube ich, auch sinnvoller aus. Oh ja, weil es dir ja nach unten fließt, das andere nach oben, ist perfekt gelöst. Schön! Können wir in dem Fall das auch anschließen? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nichts vergessen, aber das kann weg. Alles gut, okay. Jetzt aber, jetzt Gott im Himmel, das kostet alles wichtige Aufnahmezeit. Das heißt, du kannst wieder weg. Nee, jetzt... Komm, du kannst doch das von hier oben... Ich wollte gerade sagen, du kannst doch das ohne Probleme von hier oben machen. Also, Gummi ist jetzt unterwegs. Der Gummi würde jetzt hier oben durchfließen. Mir gefällt der Weg eigentlich. Also, ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, den belasse ich sogar so. Hier oben durchfließen. Ist das eine Einerleitung?
Okay, weil wir es jetzt verzögert haben, machen wir es in dem Fall doch noch kurz anders. Geben wir dem eine Beschleunigung, die er eigentlich nicht verdient hat. Die eigentlich meinem System widerspricht, aber... Das geht sonst zu lange, bis es da angekommen ist, wo es hingehört. Ab wohin gehören? Du gehörst hier nicht hin. Also, das würde dann auch funktionieren. Habe ich mich jetzt gerade verklemmt? Also, verklemmt bin ich manchmal, aber ich meine jetzt eher im Sinne von wegtechnisch verklemmt. So, jetzt müsste es aber doch ankommen. Du bist jetzt die obere Leitung. Jawohl, das funktioniert. Braucht natürlich auch hier noch ein anderes Förderband. So, also ihr geht hier nach oben. Ich glaube, hier komme ich noch durch. Jawohl. So. Ihr braucht wie viel Gummi? Ah, ich bin eh. Das ist eh richtig. Alles richtig. Eigentlich brauchen zwei, aber ansonsten sieht es halbwegs richtig aus. 22,5 benötigt er. Das bedeutet, 22,5 pro Minute. Das würde bedeuten 22,5. Das wären 6 und... Nee, stimmt gar nicht. Das wären 67,5. Also das kann in einer bleiben. Den belassen wir dabei. Ansonsten KI haben wir, Gummi haben wir, Quarz haben wir. Das kann jetzt endlich in Betrieb genommen werden. Jetzt weiß ich auch, warum das teilweise... Ja, jetzt weiß ich, warum ich einen Knoten habe. Hier habe ich das Alternativrezept und hier habe ich das richtige Rezept. Darum wollte ich Eisen. Ich wollte verstärkte Eisenplatten noch herstellen irgendwo. Nee, jetzt bleiben wir im Alternativrezept. Jetzt weiß ich, warum ich diesen verdammten Knoten habe. Jetzt erklärt sich das. Ja, okay. Habe ich mir selber ein Bein gestellt. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Jetzt funktioniert es zumindest. Die Zuleitungen hinten auf der Rückseite. Oh, da kommen die ersten. Sehr schön. Die Zuleitungen würden so funktionieren, dass es hier oben durchfließt. Dann hier rüber. Was ist das nebenbei für ein komischer Bogen hier? Das ist nicht akzeptabel. Das ist im Gegenteil nicht akzeptabel. Ich akzeptiere ja viel in dieser Folge, aber solche Designschwächen. Wo ist der Architekt bitte? Könnte ich den nochmal sprechen? Also hier wird es jetzt oben durchfließen. Dann hier rüberkommen. Und hier schlussendlich ins obere Stockwerk gelangen. Jetzt wollen wir das anschauen. Im oberen Stockwerk. Wäre es denn, wenn es denn soweit wäre, würde es hier ankommen. Also das eine sind die Platinen, die angeliefert werden. Die Leitung habe ich ja jetzt gekürzt, darum ist die Platinenleitung leer. Und das andere sind jetzt die neu zu entstehenden Quarzoszillatoren oder wie sie auch immer heißen. Es ist so ein schweres Wort. Die würden dann schlussendlich hier im Lager landen und damit zu Computer umgewandelt werden. Also hier braucht es 2,5 Quarzoszillatoren. Daraus entstehen 2,5 Computer. Pro Minute. Die wiederum fließen dann, aber das alles kommt dann in der nächsten Episode. Wollte gerade schon vorgreifen. Machen wir jetzt nicht. So, kommt jetzt bald das erste Ding hier an. Die Wege sind grausam. Hier kommen die ersten. Sehr, sehr schön.
Ich glaube, ich mache sogar was anderes. Moment mal. Mein Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich brauche. Brauche ich nur einen oder brauche ich 10? Wir nehmen ausnahmsweise einen raus. Vielleicht habe ich Glück. Schaut euch mal das an. Mit Radio. Mit Funk. Schön. Da machen sie sich auf den Weg. Das Gebäude ist fertig. Unglaublich. Unglaublich, wir haben es geschafft. Hier entstehen Computer. Ein Wunder der Technik. Ein Tag so wunderschön wie heute. Ich kann ja nicht singen, deshalb lassen wir es bleiben. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es im Ansatz geschafft. Hier läuft, das Maschinenwerk läuft. Alles hat seine Richtigkeit. Alle Maschinen sind auf grün. Okay, das sind sie ja eh. Ich habe mir die Farbe gewechselt. Was nicht stimmt, ist natürlich hier unten, müsste ich dann noch anpassen. Aber das mache ich jetzt ohne euch. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich... Ich werde das Eisen sicher irgendwo benötigen. Ansonsten bleibt es halt drin. Ist auch schön. Ich werde hier drüben sicher noch irgendwo Eisen benötigen. Vermutlich habe mein Gehirn irgendwie was umgeschaltet. Verstärkte Eisenplatten. Also hier braucht es ja verstärkte Eisenplatten. Ich bin vermutlich einfach im falschen Berg gelandet. Bin überzeugt, wir werden diesen Betriebsstoff ganz sicher noch brauchen. Schön! Also wir haben jetzt mit dem Gebäude jetzt endlich ein Teil für dieses Gebäude, für die Turbomotoren in Betrieb. Weil bei den Turbomotoren braucht es einen Computer und das habe ich jetzt wenigstens. Der Rest der Zuleitungen werde ich jetzt noch ein anderes Mal zubauen. Die Episode hat ja, wie gesagt, jetzt schon fast im Chaos geendet. Zum Glück ist der Pioniergeist in mir erwacht und dachte, ja okay, da müssen wir jetzt halt einfach Lösungen finden. Haben wir erfolgreich die Krise abgewendet. Das Werk steht, funktioniert. Gott, war das kompliziert. Und apropos kompliziert, wenn ich jetzt intelligent gewesen wäre, hätte ich jetzt noch den Gummi mitgenommen. Oh Gott! Was mache ich denn? Wir wissen ja, das Gehirn besteht aus angeblich zwei Gehirnhälften. Ich habe es noch nicht nachgeschaut. Ich habe manchmal das Gefühl, diese beiden Gehirnhälften kommunizieren bei mir nicht so miteinander. Und aus ganz, ganz vielen Teilbereichen, also die Bereiche des Gehirns, ein Bereich ist für die Kommunikation zuständig, ein anderer Bereich ist für die Mathematik zuständig, dann Wissen und so weiter und so fort. Ich habe aber manchmal das Gefühl, mein Gehirn, da sind die Zuleitungen untereinander nicht so richtig verknüpft. Denn Teile davon funktionieren, andere Teile nicht. Manchmal habe ich echt das Gefühl, das sabotiert sich selber. So, also das haben wir. Damit wenigstens der Anfang und das Ende jetzt hier zusammenkommt. Wir haben ja begonnen damit mit der Forschung und mit dem Meilenstein und wir werden jetzt auch wieder damit enden. Schön! Na, habt ihr euch schon an das Screen gewohnt? Wollt ihr, denkt ihr schon, okay, das war ja schon immer so. Geht's euch schon ähnlich wie mir? Ich hoffe mal. Nebenbei erstaunlich ist, das war mir gar nicht bewusst, vielleicht habe ich deshalb grün machen wollen. Mein Vater ist in der Maschinenindustrie tätig. Und hat da Holzverarbeitungsmaschinen in Produktion. Also er ist Maschinenfabrikant, was ein langer Titel ist, also sprich, er stellt Holzverarbeitungsmaschinen her in den Fabriken und die Fabrikfarbe und die Maschinenfabriken, die sie herstellen für die Holzverarbeitung, die haben genau die Farbe. Vielleicht habe ich wegen dem die Farbe geliebt. So. Was haben wir denn jetzt hier?
Kühlkörperalternative nehme ich sofort, ohne zu schauen, was es ist. Nehme ich sofort. Okay, eigentlich ist es Blödsinn, weil ich habe schon in der Produktion, aber das nehme ich jetzt. Oh ja, das nehme ich. Das nehme ich sowas von. Was haben wir? 10 Stück. Okay, schade. Dann wird es halt doch wieder eine Festplatte. Auf nächstes Mal. Uns gehen auch die Festplatten aus. Das heißt, die nächste Episode könnte sogar wieder mit Erkundung beginnen. Um mir neue Festplatten zu besorgen. So. Ich nehme mal an, du bist hier die Alternative. Moment mal, das können wir jetzt noch kurz abschließen. Dann haben wir nämlich dieses Kopfhörer auch nicht mehr. Du willst Draht 500? Na okay, das schließen wir doch nicht jetzt ab. Na gut, das war's in der Episode. Ich will jetzt nicht doch mal was verlängern. Ja, die letzte Episode war ein bisschen chaotisch. Diese Episode war noch fast schlimmer. Aber wir sind durch in diesem Sinne. Wir haben, um das Revue zu passieren lassen zu können, in dieser Episode Quarzcomputer in Auftrag gegeben. Das Produktwerk steht. Wir haben gleichzeitig jetzt endlich hier diese Quarzoszillatoren. Das ist so ein komisches Wort. Quarzoszillatoren haben wir jetzt endlich die allerersten Maschinen in Betrieb genommen. Das heißt, das nächste Mal können wir das auch schon erforschen. Und damit soll es gewesen sein für die Episode. Ich danke fürs Zusehen und für eure Geduld. Wünsche euch einen schönen Tag, allenfalls ein schönes Wochenende, falls ihr morgen die Episode anschaut. Und wir sehen und hören uns bald wieder. Was in der nächsten Episode passiert, ich kann es nicht sagen. Vielleicht Exkursion, vielleicht gehen wir erforschen. Vielleicht gehen wir aber auch zu den Turbomotoren rüber. Ich denke aber, Turbomotoren wird erst die übernächste Episode. In dem Sinne, auf bald wieder und genießt den Tag.